All diese Dinge waren Faktoren. Du hast gelernt, wie das läuft. Ja, ja, aber dann wollte ich das nicht. Also dann bin ich einen anderen Weg gegangen, der mir besser gefiel. Gut. Mein Name ist Said Küsse. Ich bin der Leiter von Kaffee Netzwerk. Wir kennen uns hier schon mal, aber ich habe es mal gesehen. Genau. Yeah. Du bist ja heute zum zweiten Mal da, glaube ich. Mm-hmm. Genau. Aber jetzt würde uns mal interessieren, vielleicht sagst du mal ganz kurz, wer du bist, was du machst. Für die alle anderen, die dich noch nicht kennen. Die mich noch nicht kennen. Ja, das sind ja einige. Ja, ich bin Maaspet. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere Sozialwissenschaft. Ja, echt? Ja, ja. Wow. Kollege, richtiger Kollege. Echt? Ja, ich bin Diplompädagoge. Also ach, wie cool. Ja. Das ist eine Jugendeinrichtung. Ja. Spannend. Ja, ich bin jetzt im sechsten Semester, also sehr bald fertig. Mhm. Und mit YouTube habe ich angefangen, 2011 war das, Anfang 2011, schon etwas her. Da hatte ich noch einen anderen Kanal, da habe ich super viel ausprobiert. Ich habe alles Mögliche gemacht, irgendwelche schlechte Musikvideos, Reviews, was auch immer, News, alles Mögliche, bis ich dann gemerkt habe, das wurde alles ein bisschen zu durcheinander. Ich hatte gar keinen Stil, gar keinen so einen roten Faden. Mhm. Dann habe ich das gelassen und einen neuen Kanal gemacht und ja, seitdem mache ich immer zwischendurch so, ja, so Update-Videos, so Lifestyle, so stelle irgendwelche Musik vor, die mir gerade gefällt und... Was denn? Nichts. Egal. Fang an zu lernen. Solche Sachen, immer irgendwie irgendwas aus meinem Leben. Okay. Gut, dann ist es jetzt die Frage, du hast ja jetzt erzählt, du studierst ja noch nebenbei, das heißt, deine YouTube-Karriere hat deinem schulischen Karriere nicht geschadet. Also ich habe angefangen, da war ich in der 11. Klasse, also ich war schon fast fertig, das ging eigentlich noch. Ich habe gemerkt, dass das zwischendurch wirklich ein bisschen war schwierig, weil man sich wirklich nicht so ganz darauf einlassen konnte, weil man natürlich immer wusste, Schule, ne, ist wichtig, muss man zu Ende bringen. So konnte ich mich nicht ganz darauf einlassen, weswegen ich dann immer irgendwas gemacht habe und dann es am Ende gelassen habe. Aber das hat gar nicht so viel geschadet, also ich habe, das war so der kreative Ausgleich zu meinem Schulstressalltag. Und zum Studium ist das auch ein sehr, sehr guter Ausgleich. Also, weil das sind eher so trockenere Sachen, eher viel Nachdenken und solche Sachen. Und YouTube ist einfach dann wieder ganz so, wie es gerade passt und einfach drauf los. Gut, du hast ja gesagt, seit 2011 machst du YouTube. Also, wie kamst du denn dazu? Das war wegen einem Schulprojekt. Wir haben Schule und Interessanter. Das war gar nicht die Intention. Wir haben nämlich im Kunstunterricht, also das war, wir hatten so Profile in der Schule und ich hatte das Medienprofil und da haben wir auch viel mit so Photoshop und Schnittprogrammen gearbeitet. Und im Kunstunterricht hatten wir dann so ein Abschlussprojekt, wo wir ja über die Gefahren und Risiken des Internets aufklären sollten. Und da war es uns freigestellt, ob wir irgendwie ein Prospekt oder einen Zeitungsartikel oder was auch immer machen. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache ein Video dazu. Ich habe es einfach gesagt und ich kannte mich überhaupt nicht damit aus. Also ich dachte, ich probiere mal was Neues, nicht das, was man eh schon kann. Und dann ist es immer besser, sich auch mal mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein Selbstprojekt, weil ich fand YouTube schon sehr interessant vorher schon. Und man kannte ja nur diese typischen Simon Desue Außenseite und diese zwei, drei Namen kannte man. Und ich wollte einfach mal gucken, wie es ist, wenn man da mal selber so reingeht und selber sich da ausprobiert. Und habe ich gedacht, mache ich mal so einen Selbstversuch und berichte dann in dem Video darüber. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil ich hätte natürlich viel darüber lesen können, aber selber Erfahrung ist dann wieder was ganz anderes. Deswegen. Und ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich dabei bleibe, weil die ersten zwei, drei Videos, die ich gemacht habe, kamen überhaupt nicht gut an. Also ich habe da teilweise zu Themen Sachen gesagt, wo das überhaupt nicht auf die Meinung der Masse irgendwie zutraf und da habe ich so viel Hate und alles Mögliche bekommen, wo ich kurz vorher echt, also es haben auch sehr, sehr viele Leute gesehen, was mich sehr erschrocken hat, weil man geht ja überhaupt nicht davon aus, man kann das ja überhaupt nicht abschätzen, was für Ausmaße das im Internet nimmt. Die drei Freunde. Also ich hatte dann bei den ersten paar Videos, also ich hatte da eins, das hat irgendwie 300.000 Klicks irgendwie bekommen. Nee, und dann war ich sehr, sehr erstaunt, weil ich hatte da auch ein Video, das war zu DSDS damals, das haben ja noch irgendwie viele Leute geguckt. Das Gewinnerlied hat mir überhaupt nicht gefallen und ich dachte, ich erzähl mal, dass es mir nicht gefällt. Das ist ja ganz normal. Und irgendwie war das überhaupt nicht irgendwie, kam nicht gut an. Das haben irgendwie 300.000 Leute geklickt und ja, ich habe mich sehr erschrocken. 300.000 Hates? Ja. Ist das so? Ja, ich hatte ein paar tausend Dislikes auf jeden Fall. Also das ist für damalige Verhältnisse, das war extrem. Und auch so richtig verrückte Nachrichten. Also da konnte man ja auf YouTube noch ganz einfach so Privatnachrichten verschicken. Da habe ich so Nachrichten gekriegt. Ich finde heraus, wo du wohnst.
und so, also wirklich so richtig kranke Leute. Und wenn man vorher halt nie wirklich Erfahrungen da gemacht hat und nur so Facebook kannte oder mit Freunden schreiben und irgendwelche Spiele spielen, dann war das war schon heftig. Also da war man schon so, oh mein Gott. Wie geht man mit so einem Hate Speech dann um? Also ich bin froh, dass ich da schon 17 war. Also ich glaube, wenn ich so noch jünger gewesen wäre, 14, 15 oder so, das hätte mich komplett zerstört, weil ich war da schon richtig, richtig, man war auch ein bisschen paranoid, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass ich im Zug, jeder, der mich angeguckt hat, habe ich irgendwie gedacht so, die kennen mich daher und wollen mir irgendwas antun oder so, das war wirklich nicht mehr normal. Zumal ja auch damals irgendwie die YouTube-Startseite bestand ja irgendwie nur aus 5, 6 Videos oder so. Wenn man da mal auf der Startseite war, dann kannte da wirklich viele Leute ein. Mittlerweile geht man ja schon ein bisschen mehr unter der Masse unter. Aber ich bin froh, dass mir damals auch viele Freunde aus der Schule und so weiter, die haben gesagt, nee, lass es und dadurch kommst du weiter und so. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Weil ich glaube, wenn ich das Video damals gelöscht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann wirklich aufgehört. Weil dann wäre man so, ja, hätte man so ein Zeichen von Schwäche gezeigt. Und ich finde, das darf man nicht. Also wenn man von etwas überzeugt ist, dann sollte man schon irgendwie dazu stehen. Aber deswegen würde ich sagen, dass man nicht zu jung damit anfangen sollte. Also das ist schon wichtig, dass man irgendwie in so einem Alter ist, wo man das reflektieren und damit umgehen kann. Das ist aber ganz schwierig. Also für viele Leute, die sehen ja euch, das ist, ach, der redet nur vor der Kamera, das ist ein leichter Job, das kann ich schon längst, ich bin eher eine Plaudertasche, ja, sage ich mal jetzt so. Ja. Und dann wollen natürlich alle an diesem, die sehen ja euch ja nur am Spitze des Eisbergs, also wo ihr dem Erfolg seid. Also das ist, die sehen nicht zum Beispiel, wie lange das dazu gebraucht hat, wie lange du da ausprobiert hast, wie lange du diese ganzen Rückschläge eingesteckt hast und so weiter. Aber trotzdem, ich würde jetzt auf deinen Einsatz zurückgehen, da sollte man nicht so viel jung anfangen. Ja. Sagst du jetzt immer. Es sind dann auch viele Pädagogen, viele kritische Eltern so vertreten diese These. Andersrum gibt es auch natürlich viele, die jetzt mit 11, 12 schon, 13, sage ich mal so, oder alles, was du sagst, hey, unter 17, Erfolg haben. Der Punkt ist, ich glaube, das Alter ist schon wichtig, aber irgendwie auch der einzelne Mensch ist ja auch wichtig. Also ich kenne jetzt zum Beispiel die Lochis, sind das beste Beispiel, die sind ja jetzt gerade erst auch 16 oder 17. Mhm. Ich meine, die haben auch irgendwie mit 12, 13 da angefangen und ihre ersten Videos hatten auch schon, weiß ich was, und die gehen ja super damit um, also die kommen damit total klar. Und die tanzen nicht aus der Reihe. Also es ist so, wie du jetzt gemacht hast, weißt du, das gegen den Mainstream. Ja, aber bei denen, also ich habe bei denen auch die ersten Videos, die waren ja auch super unprofessionell, also das war ja nicht gut und die haben ja auch immer so viel Hate bekommen, also ich weiß es noch damals, ich glaube, da hatte ich auch gerade erst ein Jahr angefangen, als die dann Videos gemacht haben und das habe ich auch noch verfolgt, die haben immer so, so viel Hate bekommen, also wirklich auch viele, die geschrieben haben, was wollen solche Kinder im Internet und so weiter und die sind aber trotzdem dran geblieben, aber das kann halt nicht jeder, deswegen, die sind für mich wirklich so ein Einzelfall, also es gibt wirklich nur eine Handvoll vielleicht auf YouTube, wo ich sagen kann, okay, den traue ich auch Erfolg zu und dass sie damit umgehen können. Ja, ich weiß nicht, also man kann es probieren, aber das... Das heißt, man muss die Kinder begleiten, den stärken, weil auch damit vorbereiten, hey, es kann auch gegen dich eine große negative Welle kommen. Also ich hab immer zwischendurch auch mal, wenn man so ein bisschen nach irgendwelchen Themen sucht oder so, dann sieht man ja immer wieder mal Videos auch von sehr jungen Leuten, also die dann irgendwie ein Handy oder sowas haben und dann Videos machen und man sieht dann irgendwie so richtig gemeine Kommentare von Leuten und man so denkt, hey, denkst du mal drüber nach, eine Sekunde drüber nach, wie jung diese Person da ist und ne, da müssen halt, finde ich, auch ein bisschen die Eltern irgendwie so sagen, hey, also nicht verbieten, weil das finde ich nicht richtig, sagen, das kann auf dich zukommen und das ist nicht gut. Es ist eine Erziehung. Ja, und dass man da irgendwie vorbereitet ist. Also bei mir, ich war halt überhaupt nicht vorbereitet, wenn ich gewusst hätte, okay, solche Ausmaße kannst du und dann hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. Ja, aber das ist immer, hast du auch schon mal deine Eltern gefragt, hey Leute, ich würde gerne in YouTube was machen? Fragt man das? Nein, oder? Das ist immer das Problem. Ja. Man muss ja seine eigene Erfahrung machen, verstehe ich, aber nichtsdestotrotz, Medienerziehung gehört jetzt zu jeder Familie. Weil wenn die Kinder heutzutage sind, deine Zeit ist es vielleicht doch noch ein bisschen, ein bisschen älter. Aber ich denke mir, wann hast du dein Smartphone erstmal in der Hand? Ja, ja, das da ist warst das, du? Da war ich 18. 18, ja. Jetzt heutzutage bekommen 10-Jährige schon Smartphone. Das heißt, WhatsApp und so weiter, alles dabei. Ja. Und man kann dieses Hate, da geht schon mit 10 los. Oh, 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 oh. Das ist, und keine der Kinder sind darauf vorbereitet. Ja. Oder was löse ich in ihm aus, wenn ich sage, hey, das Video ist voll kacke. Wenn ich das reinschreibe. Ja. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Also ich finde die Eltern, mittlerweile ist es ja auch irgendwie auch so, du kannst, glaube ich, nicht mehr wirklich YouTube machen, ohne dass die Eltern das wissen. Also dadurch einfach weil so viele Leute auch Handys haben. Also meine Eltern haben auch erst seit 2-3 Jahren so ein Smartphone und damals hatten sie das nicht und sie hätten das nie wirklich verfolgen können, wenn sie nicht explizit danach gesucht hätten. Und heutzutage, wenn irgendwie auch irgendein Verwandter von sonst wo irgendwas sieht, direkt weiß man Bescheid und so. Das geht alles viel, viel schneller heutzutage. Und deswegen denke ich, dass es jetzt gerade wichtiger ist, dass man schon von vornherein sagt, hey, pass auf, ich will sowas machen. Und YouTube ist ja heutzutage viel etablierter als damals. Damals war noch so...
ne, man kannte das nicht wirklich so. Und heutzutage ist das schon, wird ernster genommen. Ja. Also, ne? Deswegen denke ich, dass es heutzutage, dass man ein bisschen einfach auch mit seinen Eltern drüber reden kann. Dass man sagt, pass auf, ich will das ausprobieren. Wenn es nicht geht, dann lässt man es halt sein. Dass die Eltern sagen, okay, falls was ist, ne, falls wir irgendwas helfen können und so, weil meistens kennen sie sich damit eh nicht aus, dann, ne, schwierig. Gut, das war dieses negative Highlight oder Spitze. Das ist aber wichtig, dass man das immer sagt. Richtig, ich finde, das muss man das immer erwähnen. Nicht immer alles so schön reden und so, ne? Es gibt auch schlechte Seiten. Aber was war deine positive Highlight, wo du sagst, hey, das hat es richtig gut getan, das war richtig in die Höhe geschossen, das war richtig gut? Ich glaube, man merkt das irgendwann gar nicht mehr, diese ganzen Möglichkeiten, die man bekommt, dadurch, dass man ja da auch weiterkommt. Zum Beispiel, dass ich jetzt vor kurzem erst mit dem WDR zum Beispiel eine Reportage machen durfte. Also ich meine, wenn ich keine Videos gemacht hätte und sie mich nicht dadurch gesehen hätten, hätte ich das nie machen können. Mhm. Oder ja, auch irgendwelche Events ständig, wenn man auf Events ist und die Leute sich dann freuen, einen zu sehen. Das ist immer total schön, weil man kennt diese Person aus dem Internet und dann spricht man miteinander. Und ja, das sind so immer so kleine Sachen, die mich dann sehr freuen. Ich bin zufrieden damit. Okay. Das ist aber, ich merke gerade, du bist jetzt in der Hinsicht ein bisschen reifer geworden. Du hast dich von diesem Zwang, also dieses, weil du hast gesehen, hey, wenn du das machst, dann steigt das hoch. Also gut, dann lasse ich diese Schraube raus, okay? Lasse ich jetzt mein Leben leben? Ja. Das war gar nicht, also ich habe es gar nicht bewusst gemacht. Ich habe gar nicht bewusst gesagt, ja, das wird mir jetzt zu viel oder so, sondern es ist einfach so gekommen. Und dann habe ich im Nachhinein gemerkt, ah, okay, weil ich so regelmäßig und immer super interessante Themen angesprochen habe und all diese Dinge waren Faktoren. Du hast gelernt, wie das läuft. Ja, aber dann wollte ich das nicht. Also dann bin ich einen anderen Weg gegangen, der mir besser gefiel, was viel mehr meine Freiheit irgendwie zuließ und natürlich dazu geführt hat, dass es nicht mehr so schnell irgendwie, aber ich bin super zufrieden mit den ganzen Leuten, die mir dazu gucken, weiß ich, und schreiben und whatever. Das heißt also, du bist jetzt im 6. Semester, noch ein Semester, dann bist du fertig, dann bist du, hast deinen Bachelor wahrscheinlich. Ja. Wohin geht die Reise? Ja, es wird tatsächlich, glaube ich, eine Reise, weil ich sehr gerne vorhabe, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe es vor, nach Australien zu gehen. Mhm. Ich war damals schon, vor 4 Jahren war das, in Australien, aber nur kurz leider. Mhm. Und jetzt soll es etwas länger werden. Mhm. Okay. Wir hatten schon einen anderen YouTuber, der kurz vor seiner Australienreise bei uns war. Ach, wie cool. Und der hat gesagt, der geht ein Jahr runter und dann werden wir sehen. Wir haben gesagt, okay, wir sind gespannt, wenn du zurück bist, da kommst du. Ich glaube, Aviv war das, kann das sein? Ja, genau, ich erinnere mich. Ja, der war auch in Australien. Ja. Aber der war nicht ein Jahr, ne? Der war nur ein paar Monate, glaube ich. Ja, ursprünglicher Plan war ein Jahr. Aber das ist, du weißt ja, das hängt von ob du da zur Welt kommst, ob das das ist, was du dir vorstellst, ob du dir leisten kannst. Du musst halt alles dann finanzieren. Natürlich, ja, klar. Ne? Das ist, so einfach ist es nicht. Also das ist sehr teuer da. Ja. Ich war ja auch mal da. Also es war auch geplant, länger zu bleiben und dann merkt man so, Also 8 Wochen geht's, weißt du, mit dem Erdbeerflug und so, aber dann merkt man so, kann man sich nicht so ganz leisten. Ja. Aber es ist sehr schön dort, deswegen würde ich sehr gerne das nochmal machen. Mhm. Mal gucken. Ja, vielleicht gibt es etwas, was du sagst, also von deinem Studium, was du mitgenommen hast für den YouTube. Also ich glaube, mein Studium hat fast 90% von dem, was ich gemacht habe, auf YouTube komplett beeinflusst. Mhm. Also ich habe vorher wirklich selten über meine Videos nachgedacht. Ich habe selten darüber nachgedacht, was ich den Leuten vermittle, wie ich mit meinem Publikum umgehe und was meine Funktion auf YouTube ist. Darüber, das war mir egal. Das war Unterhaltung, mach mal. Und durch das Studium, ja, lernt man einfach seine Verantwortung irgendwie auch bewusst wahrzunehmen und damit auch richtig umzugehen. Und deswegen habe ich einfach auch irgendwann viele, viele Themen, die ich angesprochen habe, nicht mehr gemacht, viele Videos nicht mehr gemacht, die ich vielleicht vorher gemacht habe, einfach weil man merkt, hey, das ist nicht richtig. Und dann geht man eher auf Themen ein, die irgendwie Leute zum Nachdenken anregen und sie ein bisschen weiterbringen. Und dann merkt man, okay, natürlich macht Sinn, dass das dann weniger ankommt als das davor, wo man nicht nachdenken muss. Das ist einfach nur irgendein Quatsch, ne? Deswegen, ich bin aber sehr froh. Ist alles richtig, so wie es ist. Ja, okay. Du hast einen reinen Gewissen, sozusagen. Ja, komplett. Ist okay. Also das ist aber ganz selten, dass man das tatsächlich so etwas macht, dass man so mit dem Studium sagt, hey, reflektiert man und sagt, hey, das und das könnte ich machen. Ja. Könnte ich auch einen Haufen Kohle verdienen oder wie auch immer. Oder mehr Fans bekommen, mehr Reichweite. Aber da wäre ich damit nicht glücklich. Du hast gesagt, diese jungen Leute und so. Weißt du, wer alles deine Videos guckt? Das wäre der durchschnittliche Aspect-Viewer. Also die YouTube-Statistik sagt tatsächlich 17- bis 24-Jährige. Mhm. Aber ich denke mal, dass die meisten, die sich so einen Account machen, da einfach sich als 18-Jährige eintragen, damit sie da alles möglich gucken können. Mhm. Ich denke schon, dass es viele auch jüngere Leute sind, viele so 15 und so weiter. Mhm. Aber ich bekomme auch oft so Nachrichten auch von irgendwelchen Studenten und von irgendwelchen auch älteren Leuten, die mir dann irgendwie auf Twitter schreiben, hey, ich bin froh, dass mein Kind irgendwie deine Videos guckt oder so und nicht von XYZ. Das freut mich. Also, dass man irgendwie alle Altersschichten irgendwie dann erreicht. Und also die Feedback zur Community, zu dir, passt?
Ich bin super zufrieden. Also ich merke immer, dass die Leute, die meine Videos gucken oder mir auf Twitter folgen und so weiter, viel reflektieren können, viel nachdenken können, viel auch ihre eigene Meinung zu gewissen Themen haben. Das merke ich gerade, wenn man ein bisschen schwierige Themen anspricht. So zum Beispiel letzte Woche mit der Reportage beim WDR, da hat man wirklich so richtig lange Nachrichten bekommen, wo man sich erstmal so fragt, wow, wie kann zum Beispiel jetzt eine 15-Jährige oder so eine durchdachte Nachricht schreiben? Also ich könnte das mit 15 überhaupt nicht. Und das freut mich, wenn ich dann teilweise Kommentare von anderen irgendwelchen großen YouTubern sehe. Das heißt, man setzt sich miteinander aus. Also, wenn ich denke mal, dass man immer das bekommt, was man auch liefert. Und wenn man immer Scheiße liefert, dann bekommt man sowas auch zurück. Und das ist leider so. Ich habe zum Beispiel das öfter auf Twitter zum Beispiel gemerkt, so gerade bei großen YouTubern, die ich persönlich sehr mag, wenn die irgendwas twittern, wo ich vielleicht etwas ironisch darauf antworte, dann bekomme ich so eine Hatewelle von den Followern, die nicht gerade das nicht verstehen, dass es gerade Spaß ist, die das alles für ernst und weiß ich was. Und ja, bei meinen Followern merke ich dann immer so, dass die auch mitmachen und dann auch so Sprüche bringen, wo ich auch kurz nachdenken muss, um das zu verstehen. Und das freut mich total. Also, Das heißt, du hast so ein Intelligenzniveau, Hese, das ist schon ein Community gefunden, der bei dir mitschwingt, dass sie gleich so Augenhöhe sind, dass man so wirklich Spaß erlauben kann und dann kommt dann zurück. Ja, also ich versuche auch nie irgendwie mich über den Leuten irgendwie zu stellen, weil ich denke so, wir sind alle irgendwelche Menschen. Und ich denke aber, es kommt auch einfach auf die Themen an, die man anspricht. Also wenn ich immer irgendwelche, sag ich mal, Gaming-Videos machen würde, die nie wirklich irgendwie zum Nachdenken anregen, sondern einfach nur Unterhaltung, bloße Unterhaltung und die Leute denken nie nach, ja, werden auch nie solche Nachrichten kommen. Dann werden Satz, oh, tolles Video oder so. Aber wenn man schwierige Themen anspricht, Themen, wo man nachdenken muss, reflektieren muss, dann denken die Leute auch mehr nach und dann denken sie auch mehr über Dinge nach, die man grundsätzlich einfach irgendwie da postet. Und ich bin sehr happy. Ja, schön. Da habe ich lieber 50 und es kann auch immer 50 bleiben, als keine Ahnung, eine Million und ich muss mir jeden Tag irgendwas durchlesen, worauf ich keine Lust habe. Also ich erlebe hier einen sehr zufriedenen Marsbett, muss ich ehrlich sagen. Also ja, auch von der Ausstrahlung her auch. Der nicht diesen Zwang ausgesetzt ist, sagt man, er muss jetzt in Mount Erfolgsfeld noch mehr und noch mehr und so weiter. Das bist du gar nicht, also das gibt es gar nicht mehr. Jetzt schwenken wir in den Café Netzwerk zu uns. Wie findest du das hier? Du bist jetzt heute zum zweiten Mal hier. Du warst schon mal auf das in München. Habe ich immer von unseren YouTuber hier mitbekommen. Ich weiß gar nicht. War ich das letzte Mal in München? Also, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich war wirklich nur zweimal hier. Und beide Male war ich hier. Nee, das war auch Zufall, weil ich wollte eine Freundin besuchen und dann habe ich das Steve erzählt. Dann hat er gesagt, dass dieses Wochenende das hier stattfindet. Dann habe ich gesagt, ja, ich komme vorbei. Sehr schön. Also ich finde das super hier, dass es das gibt. Ich habe das auch vorhin einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt und so ein Foto geschickt habe, dass mein Video da lief. Und sie so, hä, warum? Ich finde das super, dass das hier stattfindet, weil ich denke mal, wenn ich hier wohnen würde und irgendwelche YouTuber verfolgen würde und die Events wären ständig in Köln, dann würde mich das total ärgern, dass ich da irgendwie nie so hinkomme, weil viele sind auch sehr jung und es ist verständlich, dass die Eltern da nicht alle hinfahren wollen. Und deswegen finde ich das super, dass es hier so die Möglichkeit gibt, dass man sich einfach so trifft und nicht so wie bei den Videodays ist es so abarbeiten, Foto, tschüss, sondern dass man hier einfach miteinander quatscht und zusammen sich unterhält und Spaß hat. Das ist also ich viel entspannter. Deswegen, ich gehe nicht mehr zu den Videodays. Also ich war jetzt auch dieses Jahr überhaupt nicht. Und ich finde das schade, weil das ist so gar keine Konversation mehr irgendwie. So. Das ist nur noch so wirklich abarbeiten. Mhm. Und das ist schade. Ja. Gut, also vielen Dank gerne. Für das Interview. Und ich hoffe, wir können das wir werden wirklich ein bisschen was rausschneiden. Und da werde ich jetzt möchte über die Schrift fällt mir an, viele wenn du Scheiße lieferst. Ja. Ist aber die Wahrheit. Wäre das ja eine super Tüte-Hashtag, glaube ich. Ja, aber gut, danke. Wir profitieren auch von dir und wir werden in Kontakt bleiben und schauen. Ja, gerne. Ich kann sehr, die Reise geht, sehr gerne. Nach der Australien, nach dem Studium. Ja. Wer weiß, vielleicht steckt dich ja Sozialarbeit ja nach München. Weil es gibt viele offene Stellen. Mal gucken. Okay, also. Super. Vielen Dank für das Interview und wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao. Gerne. Ciao.